So, Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Es gibt ein neues Event und es sind ganz, ganz viele Events angekündigt. Also irgendwie, die lassen uns keine Ruhe. Es gibt mal wieder ein Leideck-Festival. Es gibt hier drei Decks. Entscheidungsschlacht von irgendwas. Von Golgonda, okay. Fantastisches Theater und absteigende Dogmatiker. Ich würde sagen, wir fangen mit den Dogmatikern an. Ich kenne die Decks nicht. Ich hätte sie mir vielleicht vorher durchlesen können. Das wäre ganz clever gewesen. Aber wir machen das jetzt. Ich werde ja auch im Voraus aufnehmen, dass wir alle drei sehen können. Weil nächste Woche ist, glaube ich, eine Woche, in der nur ein Part kommt. Und ich weiß nicht, wie lang das Event ist. So, was haben wir denn? Vorbereitung. Füge deiner Hand ein Ritualmonster hinzu, dessen Name auf einem Ritualzauber erwähnt wird. Okay. Lege ein Monster von deinem Extra-Deck auf den Friedhof, füge deiner Hand ein Dogmatiker oder Gefallener von Albas, dessen ATK gleich oder bla 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 sind, deinem Deck oder deinem Friedhof hinzu. So ist ganz für den Rest dieses Spielzugs, nachdem die gerade ausgelöst wird, kein Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören, okay? Dann aktiviere ich einfach mal Dogmatiker-Katastrophe. Damit darf ich jetzt ein Ritualmonster beschwören und schicke jetzt mal den da auf den Friedhof. Okay, das heißt, die benutzen das Extra-Deck, um sich Ritual zu beschwören. Ich hätte den nicht in Angriffsposition legen sollen. Oh, ich darf was... Das war dumm. Das war sehr dumm. Ich lese mir vielleicht die Effekte gerade mal durch. In jeder Main-Phase, falls eine Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworenes Monster auf dem Spielfeld liegt, Schnelleffekt, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls ein anderes Dogmatiker-Monster kontrollierst, kannst du die Effekte von einem offenen Monster auf dem Spielfeld bis zum Ende des Zuges annullieren. Wenn dein Dogmatiker-Monster einen Angriff deklariert, du kannst alle Dogmatiker-Monster, die du derzeit kontrollierst, 500 ATK erhalten lassen. Okay. Das ist eine ganze Menge. Und der hatte den Effekt. Muss als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen werden. Wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Ja, das hätte ich nicht aktivieren sollen. Unser Gegner zeigt uns hier gerade, wie das wirklich funktioniert. Wenn man nicht so blöd ist wie wir. Sind wir nur leider. Okay. Dogmatiker-Katastrophe, das ist das gleiche, was wir gemacht haben. Aber der macht das jetzt ein bisschen cleverer als wir. Der legt den da weg. Okay. Und ruft Weißer Ritter, okay. Das ist ein anderer. Was genau kannst du? Falls dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, du kannst ein Monster von deinem Extra-Deck auf den Friedhof legen, falls... Das ist gemein. Wird jetzt eine Karte von uns weggeschickt. Recht. Falls du dies tust, zieh dir das Extra-Deck deines Gegners an und lege ein Monster
von extra Deck deines Gegners auf den Friedhof. Diese Karte erhält bis zum Ende des Zugs ATK in Höhe der Hälfte der kombinierten ATK jener Monster, die auf den Friedhof gelegt wurden, okay. Dogmatiker von Albasoa, okay. Aktivieren wir jetzt erstmal vor Vorbereitung. Ja, ich kann jetzt eine von meinen Karten aus dem Extra-Deck auf den Friedhof legen. Er hat schon meinen 12er weggelegt, das ist doof. Jetzt hat er meinen 11er auch noch weggelegt. Na gut. Alles gar kein Problem. Den da verbannen wir. Und holen uns den großen. Dogmatiker Albasoa. Verdammt. Okay. Na, der Diener. Den da lege ich wieder weg. Darf mir jetzt jemanden beschwören? Nee, ich darf ihn nur auf die Hand nehmen. Nehme ich mir den da auf die Hand. So, jetzt aktiviere ich den Effekt und mache sein Ritualmonster auf jeden Fall mal kaputt. So. Habe ich 4 im Friedhof? Das ist der Friedhof unseres Gegners, ne? Den kann ich mitbenutzen. So, ich reiße uns hier irgendwie gerade so ein bisschen raus. Und zeige unserem Gegner, wie dieses Spiel funktioniert. Irgendwie. Ihr hört auch, ich höre mich schon viel besser an. Es geht mir auch schon viel besser. Ich bin auch ein bisschen verschnupft, das ist ein bisschen problematisch. Schon ein kleines bisschen wusste ich auch noch. Aber es wird besser. Also es geht mir wirklich schon deutlich besser. Ich werde immer fitter. Muss bloß bis zum Wochenende ganz fit sein. Das ist nicht nett, dass er das gemacht hat. Den Trick haben wir ihm gezeigt. Ich bin ein bisschen müde noch. Okay, der da wieder. Wenn ich Effekte aktiviere, kann er was von meinem Extra-Deck kaputt machen. Und er darf eine Karte von meinem Extra-Deck auf den Friedhof legen. Wegen der Dogmatica-Matrix.
Ah, und jetzt haben wir vier, ne? Ja, jetzt macht er den gleichen Kram, den wir gemacht haben. Es ist halt schon irgendwie lustig, wie hart wir hier gegeneinander kämpfen. Was kannst du? Kannst zwei offene Monster auf dem Spielfeld wählen. Lass eines der Monster ATK in Höhe des anderen erhalten. Monster der Stufe 8 oder höher, die du kontrollierst, kann nicht durch Kampf zerstört werden. Falls ein oder mehr Monster als Spezialstufe. Nee, dann nehme ich den anderen. Ich habe davon zwar schon einen, aber nehme ich noch einen. Ja, der legt jetzt einen von uns weg. Er legt einen von sich weg. Okay. Und von uns. Ah. Ah, er möchte einen Ritualzauber erhalten, verstehe. Oder ein Ritualmonster. Den Quatsch können wir aber auch machen. Und wir holen uns unseren Soa wieder zurück. Du kannst deinen Gegner einen der Effekte bestimmen lassen. Für jede zwei Karten in deinem Extra-Deck lege eine Karte von deiner Hand oder deinem Extra-Deck auf den Friedhof. Lege alle Fusions-Synchro-Monster-Link-Monster, die kontrollierst, zurück ins Extra-Deck. Ja, ich aktiviere es mal. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber ich mache einfach mal. Ja, das war nicht so clever, merke ich gerade. Vor allen Dingen, er ist halt böse, weil er spezialbeschworene Monster zerstören kann. Dementsprechend haben meine Ritualmonster dagegen keine Chance und ich kann den nicht wiederholen, glaube ich. Ah, es war noch nicht so. Noch nicht das Beste, wie ich hätte spielen können. Aber ich muss das Deck auch erstmal lernen. Aber die Dogmatiker sind schon nicht schlecht, finde ich. Finde die schon ganz lustig. Okay, von Fusionsmonstern bleibt er unberührt. Dummerweise nicht von ihm hier. Hätte ich ihn in der Verteidigung gespielt, hätte ich zumindest eine kleine Abwehr gehabt. Aber dann hätte ich das andere Ritualmonster nicht kaputt gekriegt.
Aber ist schon interessant, finde ich. Also da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge Spielraum drin. Gefällt mir eigentlich das Deck. Wie gefällt's euch? Er will wieder eine von unseren Karten weglegen. Der Sack. Okay, er macht einen Doppel-K.O. Muss er nicht. Er hätte uns mit dem Nexus einfach killen können. Aber das hat er wahrscheinlich selber nicht gesehen. Dass er da gar keine Schadensberechnung gekriegt hätte. Dass er uns damit hätte fertig machen können. Machen wir erstmal den da kaputt. Beschwören wir ihn hier. Jetzt dürfen wir uns ja was auf die Hand holen. Jetzt brauchen wir irgendwas Starkes. Irgendwas, was damit fertig wird. Oder ein Ritualzauber. Ritualzauber tut's auch. Ja, ist noch nicht das Nonplusultra, aber wir arbeiten dran. So, jetzt dürfen wir von ihm eins weglegen. Legen wir den da weg? Achso, nee, es war von uns, verdammt. Ah, ich muss noch eine ganze Menge lernen mit dem Deck. Das ist nicht so einfach. Aber ist schon cool. Also muss ich sagen. Lege ich den weg. Lege ich den da weg. Ja, nützt natürlich jetzt nicht so viel. Zumal er in der Verteidigung liegt. Ich muss echt noch eine Menge mit dem Deck lernen. Aber es ist schon nicht schlecht. Also ich mag es eigentlich. Auch wenn das Duell halt wirklich 20 Minuten frisst.
Also es ist schon heftig, wie lang dieses Duell geht. Gut, früher gingen die Duelle auch so lange, aber da hat man weniger gemacht. Also deswegen, die Anzahl an Karten, die wir hier gespielt haben, ist schon heftig. Karte, die du schicken willst. Die beiden. Ja, jetzt darf er natürlich eine Karte zerstören. Und nochmal Herold das Bogen legt. Es ist halt wirklich so heftig, was eigentlich alles hier während einem Zug passiert. Aber wir haben jetzt verloren. Haben jetzt einfach verloren. Das ist okay. Er war besser. Er hat die Dogmatiker deutlich besser gespielt als wir. Wir haben da noch zu viele Fehler gemacht. Er wird jetzt ein Doppel-K.O. machen. Ah ne, ich krieg sogar noch Kampfschaden. Effektschaden. Ja, das ist toll gemacht. So, nochmal eine Runde. Wir lassen jetzt erstmal den anderen spielen und mal gucken, was er tut. Und ob er auch mit den Dogmatikern spielt. Oder ob er was anderes macht. Ich bin ja offen zum Lernen. Also ich lasse mich hier gerne belehren, wie man spielen kann. So, wieder Dogmatiker, ja. Ja, ist schon interessant, dass die Leute hier auch die Dogmatiker spielen. Deswegen, die Leidex-Sachen finde ich eigentlich immer cool, die Events. Weil man lernt doch so viel. Man lernt einfach die ganzen Sachen, die man noch nicht kennt. So, und er hat jetzt das gleiche gemacht, was wir in der letzten Runde gemacht haben. Wenn er jetzt noch den Effekt aktiviert. Ja. Er ist genauso blöd wie wir. Also ehrlich ist er. Er macht genau die gleichen Fehler, die wir gemacht haben. Und er gibt er auf. Wir hätten den aber wahrscheinlich tatsächlich fertig gemacht. Und ihr seht schon,
Es sind noch 16 Tage und ich muss noch so viele Level machen, wenn ich das alles ausnutzen will. Ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich alle durchziehe. In Pokémon habe ich es geschafft. Hier könnte ich es schaffen. Also, ich käme hin, wenn ich so 2,5 Level pro Tag mache. Ein Level up hätten wir schon. Ja, eine Runde geht noch. Da könnten wir theoretisch noch ein Level up bei rausholen. Vielleicht nicht ganz. Und dann hätten wir ja schon knapp zwei. Also, man kommt relativ schnell dahin. Also in einer halben Stunde kann man hier schon zwei Level machen. Ne, ich will wieder als Zweiter. Ja, hat er einfach nicht mehr akzeptiert. War schon zu spät. Man muss hier drücken mindestens 2 Sekunden, bevor der Timer abläuft, sonst akzeptiert er es nicht. Das ist tragisch. Kurz vor knapp wird hier nichts gemacht. Also, wir wissen nicht, was er für ein Deck spielt. Das ist problematisch. Den da kann ich einfach so spielen. Möchte aber gerne dieses Dogmatiker-Ding spielen und ihn hier rufen. Und dafür lege ich mir den da auf den Friedhof. Mit dem darf ich nämlich noch ein Monster beschwören. Und wir den weißen Ritter der Dogmatiker. Ein Fusions-Synchro-Monster von deinem Friedhof verbannen, beschwöre diese Karte. Ne, will ich gerade nicht. Dann will ich ein extra Deckmonster. Aha. Da hat unser Gegner ein paar davon. Muss von meinem Friedhof sein, alles klar. Jetzt aktivieren wir den Effekt. Und dürfen uns ein Monster beschwören. Da hätte ich gerne den Nexus. Also nee, darf ich noch die Hand nehmen, ne? Verdammt. Aber Nexus hätte ich trotzdem gerne. Also man kann hier schon recht schnell in dem Spiel Level abkommen. Deshalb ist gar nicht so schlimm. Ich weiß, gegen Ende wird es ein bisschen schwerer, aber da kann man auch, glaube ich, mit 2 Siegen ein Level abkriegen. Nicht wie in Pokémon, wo man irgendwie knapp 10 Siege braucht, um Level abzukommen und irgendwie pro Level ab 2 Stunden braucht. Gut, dafür muss man auch dazu sagen, braucht man da nur 50 statt 100 Level-Ups und man kriegt durch Missionen pro Tag eins. Also das hält sich da so ein bisschen die Waage. Also man muss überall ein bisschen Geständnisse machen. Zugeständnisse. So, ich aktiviere mal unseren weißen Ritter. Und dann nehmen wir ihm mal. Moment, das ist jetzt unser Deck. Dann schicke ich mal den da weg. Und von seinem Deck will ich. Den da weg haben. Dann dürfen wir nämlich das Bogenlicht wieder aktivieren. Und holen uns mal den da. Obwohl es eigentlich dumm war, ich hätte uns einen Ritualzauber holen sollen. Und die da spielen. Er holt sich auch ihn. Aber solange ich jetzt keinen Effekt aktiviere, kann er den Effekt nicht nutzen. Ich bin ein bisschen in Sorge vor dem, was er da tut, aber irgendwie auch noch nicht so richtig.
Weil derzeit hält sich's doch noch relativ in Grenzen. Derzeit kommen wir noch ganz gut klar. Hätte uns ein Ritualzauber holen sollen. Na gut, ich fange erstmal mit dem hier an. Da verbannen wir mal ein bisschen was aus dem Friedhof unseres Gegners. Und holen uns ein Monster, das mit ihm auf jeden Fall fertig wird. Den hat er weggelegt? Ihn. Damit kann er eine Karte kaputt machen. So. Machen wir jetzt das Gleiche. War klar, dass er ihn wählt. Ist auch okay. Darf er. Weil wir machen exakt das Gleiche. Wir kennen da nichts. So, jetzt dürfen wir uns den beschwören, indem wir einfach mal ihn jetzt verbannen. Wenn deine Mainphase, du kannst den Effekt aktivieren, lege zwei Monster mit unterschiedlichen Namen von deinem Extra-Eck auf dem Friedhof. Zusätzlich legt dein Gegner zwei Monster von seinem Extra-Eck auf den Friedhof. Weiß ich nicht, ob ich das will. Deiner Mainphase. Du kannst ein Fusionsmonster der Stufe 8 oder höher im Positionsdeck beschwören. Verwende dafür Monster oder Spielfeldseite als Material. Ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das finde ich jetzt weniger nett. Ja, ich lege was von unserem Deck auf den Friedhof. Jetzt können wir hier nämlich wieder Quatsch machen. So, machen wir erstmal das da kaputt. Machen wir das da kaputt. Oder machen wir noch ein paar Lebenspunkte kaputt. Bin noch am überlegen, ob es clever gewesen wäre, sie zu rufen. Eventuell ja. So, jetzt warten wir mal ab, was er tut. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber das macht auch nur Zerstörung durch Kampf kaputt. Er wird uns nicht durch Kampf besiegen. Wenn er uns besiegt, dann auf andere Weise. Aber nicht durch Kampf. Nee, ich möchte damit noch warten.
Er wird uns durch Kampf besiegen. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann hätte ich doch einen Effekt aktivieren wollen. Aber ich wollte extra warten. Für so Quatsch, den er macht. Dass es sich dann immerhin lohnt. So, aktivieren wir erstmal das hier. Schicken wir den auf den Friedhof. Okay. Unser Gegner gibt auf. Ah, es reicht nicht ganz für noch ein Level-Up. Also reicht schon ein Sieg nicht mehr für ein ganzes Level-Up. Ja, das wird. Die Kosten pro Level-Up werden halt höher. Man merkt. Nun gut, Leute. Ich würde aber sagen, der Part war lang genug. Wie findet ihr das Dogmatiker-Deck? Also ich finde die Dogmatiker sehr, sehr interessant und finde es auch ganz cool, dementsprechend auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Schreibt mir eure Meinung jetzt unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dann, euer Wolf.